Jesus sprach zum Geheilten: Behalte es bei dir selbst, aber geh zu den Priestern und zeig dich ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist der dritte Sonntag, wo wir das Thema Lernen haben. Jesus möchte uns wieder etwas lernen. Und mit dieser Perspektive wollen wir auch quasi diese Kritik, die dieser Geheilte bekommt, hören. Und aber lernen heißt, sich etwas mitnehmen. Und etwas gelernt haben heißt, dass man davon auch etwas verwendet. Nicht nur weiß und dann nicht umsetzt, sondern dass man damit arbeiten kann, dass man das gebrauchen und einsetzen kann. Und deswegen wollen wir es uns ja anschauen. Wir wollen einen Nutzen daraus haben, von diesem Wort Gottes. Denn Gott möchte uns ja helfen mit diesem Wort. Er möchte uns nicht unterhalten, er möchte uns nicht einschläfern, sondern Gott möchte uns erbauen, uns helfen mit seinem Wort. Die Situation ist eigentlich nur die Hinführung zu dem wichtigen Punkt, nämlich ein Aussätziger kommt zu Jesus. Und wie wir die ersten zwei Lehrsonntage gehört haben, zum Heilen braucht es Vollmacht, braucht es den Heiligen Geist. Gebet oder Wort Gottes ohne Heiligen Geist ist nur Verwortung, nur Wortwissenschaft, leer, tot. Aber wir sollen im Gebet und wir sollen im Wort Gottes eben mit Vollmacht agieren, sprechen, denken und handeln. Und das geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Letzten Sonntag haben wir dann gehört, was alles möglich ist mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, die natürlich unterschiedlich stark in den verschiedenen Christen, Christinnen sein kann und dann eben wirkt. Wenn sie schwach ist, dann tut sich wenig bis nichts. Wenn sie sehr stark ist, dann können damit große Heilungen, Wunder geschehen. Und Jesus hat uns hier wieder seine Vollmacht ganz gezeigt. Vom Fieber, das weicht, bis zu Dämonen, die ausfahren. Wo es darum ja geht, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Das, was uns blockiert, einschränkt, bindet. Dass wir nicht so sein können, was in uns drinnen steckt. An Potenzial, an Fähigkeiten, an Eigenschaften, an Begabungen und Charismen. Aber wenn wir eben Beschenkte von Gott sind, und hier ist die Fortführung für heute, dann heißt es trotzdem auch, das Hirn nicht ausschalten. Jesus heilt den Aussätzigen und gibt ihm einen Auftrag. Geh und zeig dich den Priestern, aber in der alten Übersetzung heißt es, er schärfte ihm ein. Hier heißt es, er wies ihn streng an. Und diese Anweisung heißt, behalt das für dich. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist es meistens nicht umsonst. Der weiß es einfach besser, dass hiermit dann das einen großen Sinn, Nutzen hat. Und die Folge haben wir dann gehört. Ja. Es ist ein unglaublicher Schaden entstanden für Jesus. Hier heißt es ja dann, er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Was ist das für ein unglaublicher Schaden? Man könnte sich natürlich jetzt, wenn wir weiterdenken, die Frage stellen, Jesus, warum hast du überhaupt geheilt? Hast du gewusst, dass der die Klappe nicht halten wird? Könnte man genauso sagen, ja? Aber Jesus möchte uns ja was lernen. Nämlich, dass es uns Christen auch andauernd so geht. Und deswegen möchte ich mit diesem Wort auf uns schauen, nämlich, wir sind ja auch Beschenkte, nämlich vom Bis. Ich sage mal, fangen wir mit den ganz kleinen Dingen an. Wenn du vielleicht Freude hast, dass du zum Gottesdienst kommst oder betest, oder vielleicht ist es auch, dass man sich gut fühlt, wenn man halt eine Tradition hat, oder dann ist es auch etwas, was einem gut tut. Oder vielleicht hast du dann schon eine Gotteserfahrung, eine Gebetserhörung gehabt, wo du gespürt hast, Gott wirkt, es gibt Gott, oder schon eine Heilung oder ein Wunder erlebt, das ist dann natürlich dann etwas ganz Besonderes, Großartiges.
Aber, und jetzt geht es darum, wir sollen auf Gott, trotz dessen, dass wir Gott erfahren haben oder es uns bei Gott gut geht, trotzdem hören auf ihn. Und die wichtige Anweisung ist eben, das zu tun, was Jesus sagt. Und hier können wir quasi zwei Extremen sehen, zwei große Gefahren, könnte man sagen, nämlich die Klappe zu weit offen zu haben oder nichts zu sagen. Und wenn wir hier eben her schauen auf dieses Evangelium, sehen wir den Schaden des zu viel Redens. Und des zu viel Redens, hier können wir mehrere Beispiele in der Bibel finden. Nämlich, wir wissen den Apostel Paulus, wie er bekehrt wurde. Da hat er auch gleich voll gepredigt und hat das die Juden widerlegt und sich voll für Jesus Christus eingesetzt. Und ein paar Tage später wollten sie ihn schon umbringen. Und wenn nicht die Jünger dann eben intuitiv gespürt hätten, dass er jetzt einmal Grundschulung braucht, dann haben sie ihn 3 Jahre in seine Heimat geschickt, wo er einfach das Wort Gottes mal neu durchdenken hat müssen, hätten sie ihn dort umgebracht. Also, zu viel reden ist eben nicht immer gut. Oder zu begeistert sein von etwas. Ich erinnere mich oft an meine eigenen Erfahrungen. Oft ist es, wenn man ein Zeugnis gibt, wo es dann nicht angebracht ist, dann geht es einem nachher auch schlecht. Gott schenkt einem etwas und sobald du davon sprichst, schenkst du das eigentlich wieder her, gibst du das weiter und hast es nicht mehr. Wie Thomas von Aquin ja sagt, wenn du etwas erzählst, dann gibst du etwas her. Und deswegen muss man eben hören, ist dieses Geschenk nur für dich oder sollst du es weitergeben? Oder es gibt dann eben Personen, denen sollst du es weitergeben und anderen eben nicht. Aber das gehört eben auch zum Lernen dazu. Es ist gut, wenn man am Weg bleibt, weil dann lernt man diese Erfahrung und jene und lernt aus Fehlern und so weiß man, das soll ich tun, das soll ich nicht tun. Und das andere Extrem, das ist eben das Nichtssagen, obwohl man etwas sagen sollte. Das ist genauso schwierig, nämlich da trifft es eher die Verantwortlichen des Glaubens. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Apostel Petrus. Petrus, der sonst ja auch zu viel redet. Ja, er sagt Jesus, wo es lang geht. Meister, das soll Gott verhindern, dass du gekreuzigt wirst. Der sagt ja auch zu viel. Denkt nicht, sondern spricht, was er jetzt spürt und hört in sich. Und dann sagt Jesus, hinter mich. Petrus, nicht du schaffst an, wo es lang geht, sondern ich. Und dann in der Apostelgeschichte und in den praktischen Briefen, da ist Petrus ja dann in den Gemeinden unterwegs und verkündet dort. Und dann kommen Judenchristen und die sind für die Beschneidung. Und als er hört, dass die Judenchristen kommen zu den heidnischen christianisierten Gemeinden, dann zieht er sich vom Mahl zurück, weil er dürfte ja als Jude nicht bei Heiden sitzen und essen und verleugnet seinen christlichen Glauben und das beobachtet Paulus. Paulus sieht es, dass Petrus sich fürchtet vor den Judenchristen und kritisiert ihn offen. Petrus ist wieder so unvorsichtig und so, fährt immer so drüber, er ist so emotional, der Paulus. Aber hier merken wir wieder die Unvollkommenheiten auch der Würdenträger. Ja? Wenn sogar die Apostel nicht so vollkommen waren, dann kann man sich vorstellen, wie es den Würdenträgern unserer Kirche heute geht. Ja? Die sollten auch manchmal was sagen und nicht nur alles so gehen lassen und so. Es wird schon irgendwer daherkommen, der dafür was schon sagen wird und so. Ja? Aber die Erfahrung sagt uns leider das Gegenteil. Oder zum Beispiel den richtigen Zeitpunkt abwarten, der Lehrer vom Apostel Paulus wieder, Gamaliel. Ich finde ihn einen der genialsten Lehrer nach Jesus, finde ich ihn als den schönsten Lehrer, den ich in der Bibel kenne. Denn Gamaliel wartet. Die Juden haben beschlossen, die Apostel zu töten. Und bevor sie das jetzt umsetzen, tritt plötzlich Gamaliel vor und sagt, überlegt. Es ist einer aufgetreten, Teudas, und der hat
versucht, viel Volk hinter sich zu bringen und zu sagen, er befreit jetzt die Juden. Er ist gescheitert. Wenn es nicht von Gott ist, dann wird es eh scheitern. Aber wenn es von Gott ist, dann könnt ihr das nicht verhindern, könnt ihr sie nicht umbringen. Sonst würdet ihr als Gottesmörder gelten. Und dann horchen die Juden auf Gamaliel. Warum? Weil er eine Autorität war. Jemand, der sein Wort beherrschen kann, der zum richtigen Zeitpunkt spricht und zum richtigen Zeitpunkt die Klappe halten kann, das ist eine Autorität. Der kann, der ist eine starke Persönlichkeit, der kann sich beherrschen, wie es im Buch der Weisheit immer wieder heißt. Ja, der seine Zunge beherrschen kann, der beherrscht alles andere, denn es ist das Schlimmste, was es gibt, die Zunge, die kann eigentlich keiner zähmen, spricht das Buch der Weisheit. Ja. Alles andere kannst du zähmen, ein Pferd kannst du zähmen, ein Tier kannst du zähmen, aber die Zunge ist das größte Übel, spricht die Bibel davon. Die spricht immer wieder und schafft es nicht, sich zu beherrschen. Und vernichtet und zerstört viel. Wir wollen uns heute mitnehmen, der richtige Zeitpunkt zu reden, wenn es uns oft nicht passt, zu schweigen, wenn es uns auch oft nicht passt. Aber wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen die Anweisung Gottes, wann sollen wir reden, wann sollen wir die Klappe halten. Und wir brauchen die Kraft Gottes, dass wir das Gehörte dann auch schaffen, zu tun oder nicht zu tun. Dafür wollen wir heute Gott bitten, um dieses Hören und um diese Kraft, dass wir starke Männer und Frauen des Glaubens, des Wortes, des Hörens werden. Amen.